euch ist er auf jeden Fall ein ganz großer. Bitte kreischen. Da ist er. Justin Bieber ist ja super erfolgreich. Erstmal die wichtigste Nachricht. Justin geht es besser, nachdem er gerade mit einem Allergieschock ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Sein Nachname ist übrigens deutsch, Bieber, weil sein Opa Deutscher war. Jetzt also endlich das exklusive Kinderreporter-Interview. Kinderreporter Max hatte die Ehre. Hey, du magst wohl meinen Haarschnitt, ne? Ja, klar. What does it feel like? Wie ist das für dich, dass immer alle ausflippen, sobald sie dich sehen? Ja, das ist cool. Ich bin echt froh, so super Fans zu haben. Gehst du noch zur Schule? Und wie kriegst du das hin? Und bist du gut? Ich habe einen Privatlehrer, der mit mir auf Tour geht, aber ich mag Schule echt nicht besonders gern. Ich bringe dir Deutsch bei. Sag, Logo ist super. Schreibst du deine Songtexte selbst? Manchmal schreibe ich meine Lieder mit jemandem zusammen, aber die meisten sind nur von mir. Hast du genug Freizeit? Nein, nicht genug, aber immerhin habe ich überhaupt Freizeit. Machst du auch manchmal Schneeballschlachten mit deinen Freunden? Ja, als ich jünger war, aber jetzt nicht mehr. Jetzt machen wir eine Schnellfragerunde. Nur kurze Antworten, okay? Was ist dein Lieblingsessen? Spaghetti. Hast du ein Vorbild? For music, Michael Jackson. Nenne drei Dinge, die du an deinem Job magst. Die Mädels, auf der Bühne stehen und Songs aufnehmen. Recording. Gibt es etwas, wo du so richtig schlecht drin bist? Tennis. Tennis habe ich echt nicht drauf. Was ist dein Traum? Zum Mond fliegen. The Bieber has landed. Bist du verliebt? Are you in love? Ich war jedenfalls schon mal verliebt. Du bist berühmt für deine Tanzschritte. Kannst du mir vielleicht ein paar zeigen? Mr. Justin.